Ja, der zweite Teil schließt sich an und wir kommen kurz zu unserem Format Kurz und Knackig mit Henry Rohrig als Gast heute bei uns. Henry, kurze Fragen, Antworten auf dich und wir wollen kurze und knackige Antworten empfangen. Jo. Bist du bereit? Bin bereit. Okay, Henry. Was ist denn dein verstecktes Talent? Schwierig. mein verstecktes Talent. Das weiß ich jetzt gar nicht. DJ? Hat er ja so gesagt zuletzt? DJ? Nee, mein verstecktes Talent ist, ich konnte immer gut Skateboard fahren. Okay, ja. Nehmen wir so entgegen. Kaffee oder Tee? Tee. Torschussübung, lieber Volley aus der Luft oder flach vom Boden? Flach vom Boden. Wer war die wichtigste Person bislang in deinem Karriereverlauf? Meine Eltern. Also das ist jetzt keine Person, aber meine Eltern, ja. Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram? Ein bisschen zu viel. Ich habe mal letztens aufs Handy geschaut. Am Tag dreieinhalb Stunden. Familienabend und Henry muss kochen. Was gibt es? Kochen ist nicht so. Vielleicht eine Familienpizza. Okay. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Magdeburg? Die Elbe. Nun wollen wir bitte von dir, dass du die folgenden Sätze vervollständigst. Ja, und wir steigen ein mit Fußball ohne Fans ist? Kein Fußball. Die Nummer 1 in meiner aktuellen Musikplaylist ist? Luciano. Mein Hassfach in der Schule war? Mathe. Mein Lieblingsteam in der Bundesliga ist? Dortmund. In meinem Kühlschrank fehlt nie? Trinken. Wenn die Restaurants wieder öffnen, gehe ich zu? Zum Griechen. Der beste FIFA-Spieler in unserer Mannschaft ist? Henry. Als Kind wollte ich immer sein wie? Ronaldo. Welcher Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Mein persönlicher Wunsch für die Zukunft lautet? Gesundheit. Und in 30 Jahren bin ich? Familienvater und ein ehemaliger gestandener Profifußball. Und zufrieden und gesund, hoffen wir. Genau. Henry, wir bedanken uns bei dir für das zweite Format, kurz und knackig, und wünschen dir alles Gute. Dankeschön.